Du bist also Hossein Saribi. Das ist unglaublich. Sie sehen wirklich genauso aus wie ich. Wissen Sie, wie selten das ist im Leben, dass sich zwei Menschen exakt so ähnlich sehen wie wir beide? Du stehst mir meine Identität und glaubst, du kommst durch damit? Ich bin die Mamba. Sie sind wer? Die Mamba. Aber die Mamba ist weiblich. Sind Sie ein bisschen komisch oder so? Sag mir sofort, was du über meine Mission weißt und ich sage dir, in welchem Hotel deine Frau ist. Das darf nicht wahr sein. Ihre Nase ist exakt so groß wie meine Nase. Was weißt du über meine Mission? Leberfleck. Sie haben da hinten denselben Leberfleck, den ich auch habe. Fantastisch. Die Pistole. Sie hatten die Pistole genau wie ich. Wir sind Zwillinge. Ich glaube 100%, wir sind Zwillinge. Haben Sie auch manchmal diese... Sie schießen daneben, genau wie ich. Sag mir endlich, was ich wissen will. Ich spiele den Antagonisten, kann man sagen, zur Mamba, also den Gegenentwurf zur Mamba. Ich spiele einen CIA-Agenten, der heißt Bronski, Karl Bronski. Und ja, der vereint so alle CIA-Klischees in sich, auf die man jetzt spontan auch kommen würde. Er ist schwarz gekleidet, er trägt immer eine schwarze Sonnenbrille, kommt eher so ein bisschen drahtig daher, hat stahlblaue Augen. Und befiehlt seine Leute gerne in der Gegend rum und ist der Chef. Und er hat aber ein Geheimnis, das ich an dieser Stelle aber vielleicht nicht verraten sollte. Und ja, er hat sich quasi zur Lebensaufgabe gemacht, der Mamba, also diesem gefährlichsten Terroristen und weltweit meistgesuchten Terroristen der Welt, das Handwerk zu legen. Das scheint ja so der Sinn seines Lebens zu sein. Das ist Karl Bronski. Keine Bewegung, wer sind Sie? Ich bin die Mamba und du bist tot. Oh, Scheiße, Entschuldigung. Ich bin die Mamba und du bist tot. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Eine so streng geheime Mission, dass der Auftraggeber die zwei gefährlichsten Terroristen anheuern will. Einer davon bist du. Der andere ist die Mamba. Die Mamba? Oh mein Gott! Aus Stahl. Ich bin international gesuchter Geheimagent und Auftragskiller. Sie leiden unter Wahnvorstellungen? Nein, das glaube ich nicht. Aus Wien. Hossein Saribi, ich bin der Leiter von Ihrer Soundabteilung. Ich habe aus wie normales Keks, aber ist kein normales Keks, denn ich habe beigemischt kieselsaures Calcium mit Sulfat. Zement. Aus der Traum. Sir! Ich kann erfahren, ich bin vom CIA. Amerikanischer Geheimdienst. Schon mal gehört? Ja. Das ist die Adresse. Gut merken. Jetzt, ich habe mir die Adresse nicht gemeldet. Können Sie noch einmal aufschreiben für mich? Hat so schnell ist gebrannt. Ihre Kontaktfrau wird Sie sicher nach Casablanca bringen. Oh, Italien, sehr schön. Ungläubige, spürt meinen Zorn und fürchtet meine Rache. Bist du Mädchen oder bist du schwul? Hä? Ich werde Gottes Schwert sein und seine Flamme. Ich habe Blähungen und einen kleinen Schwanz. Ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau. Ich habe eine schreckliche Frau. Was ist eigentlich mit deinem Akzent passiert? Ich spreche doch ganz normalen persischen Akzent. Hä? Ja, aber das klingt doch sakrisch. Wer sich was ich da red, oder? Wir beide. Unsere besten Stücke abschussbereit in den Hetzsommer. Die Mamba. Gefährlich lustig. Wir beide. Unsere stahlharten Dinger in den Fäusten.